Auf der Tennisanlage in Bruckmühl wird in diesem Sommer wieder Weltklasse-Tennis geboten. Zum zweiten Mal nach 2013 spielt der TC Bruckmühl-Feldkirchen in der ersten Bundesliga. Das gleiche Schicksal wie damals, als man als Tabellenletzter sofort wieder absteigen musste, will man sich dieses Mal ersparen. Zum Auftakt musste der TC Bruckmühl-Feldkirchen am Wochenende zuvor nach Aachen zum Serienmeister. Dort verlor das Team aus dem Mangfalltal zwar mit 0:6, doch die meisten Matches waren sehr knapp, sodass mit etwas mehr Glück der ein oder andere Punkt drin gewesen wäre. Das machte Mut für die Heimspielpremiere gegen Krefeld am Freitagnachmittag. Der TCBF setzte auf die Aufstiegsmannschaft aus dem Vorjahr. Aus 4 Einzeln und 2 Doppeln wird der Endstand ermittelt. Im ersten Einzel stand der Franzose Julien Aubry einem ehemaligen Top-10-Spieler gegenüber. Der Österreicher Jürgen Melzer war 2011 die Nummer 8 der ATP-Weltrangliste und hat in seiner Karriere fast 10 Millionen Dollar an Preisgeldern eingespielt. Mittlerweile ist Melzer 35 und hat sich von einer langwierigen Schulterverletzung erholt. Julien Aubry musste dennoch anerkennen, dass Melzer immer noch eine Klasse für sich ist. Der erste Satz ging mit 6:2 an den österreichischen Davis Cup Rekordhalter. Im zweiten Satz bot sich den 450 Zuschauern auf der Anlage in Bruckmühl ein ähnliches Bild. Melzer kontrollierte das Spiel und machte die Punkte. Aubry musste schließlich auch den zweiten Satz mit 1:6 abgeben. Auf dem Nebenplatz mühte sich Bruckmühls Publikumsliebling Rainer Eitzinger im Duell mit dem Spanier Ruben Ramirez Hidalgo. Natürlich mit seinem neuen Markenzeichen, den Kompressionssocken. Der 38-jährige Ramirez Hidalgo ist immer noch die Nummer 443 in der ATP-Weltrangliste und hatte genau vor 10 Jahren seine beste Platzierung mit Rang 50. Eine interessante Anekdote übrigens über Ramirez Hidalgo ist, dass er 2008 in Monte Carlo gegen Roger Federer nur noch 2 Punkte für den Sieg gebraucht hätte, aber eine 5:1 Führung noch aus der Hand gab und verlor. Auch gegen Eitzinger führte der Spanier in ähnlicher Höhe, aber anders als Federer konnte Eitzinger nicht mehr zurückkommen und verlor den zweiten Satz mit 0:6. Im dritten Einzel traf Blasi Conyus auf den 142. der Weltrangliste Maximo González. Das Spiel ist genauso schnell erzählt, wie es vorbei war. Ein Break trennte die beiden in jedem Satz, zum Nachteil von Conyus, der dadurch mit 3:6 und 3:6 unterlag. Wesentlich länger kamen die Zuschauer auf dem Center Court in den Genuss von Spitzentennis beim Topspiel des Tages. Bruckmühl-Feldkirchens Frederico Ferreira Silva ist erst 21 Jahre alt und die Nummer 249 der Welt. Der Portugiese zeigte aber, dass er durchaus Potenzial für höhere Regionen hat, denn sein Gegner, der 34-jährige Paolo Lorenzi aus Italien, ist die aktuelle Nummer 49 der Weltrangliste und damit genau 200 Plätze besser platziert als Silva. Doch man hätte meinen können, es wäre andersherum. Silva dominierte das Geschehen im ersten Satz und gewann diesen mit 6:4. Im zweiten Satz reichte Lorenzi ein frühes Break, um mit 6:4 zu gewinnen. Silva schlug sich tapfer, doch im Champions Tiebreak zahlte sich die Routine des 13 Jahre älteren Lorenzi aus, der diesen mit 10:5 gewann. Auch wenn das Match bereits nach den Einzelpartien entschieden war, hingen sich die Jungs des TCBF in den Doppeln nochmal richtig rein. Krefeld war ein sehr starkes Team, auch der mehrfache Meister letzte Woche Aachen ist ein sehr starkes Team. Überhaupt in der ersten Bundesliga muss man mit sehr, sehr starken Teams rechnen. Wir haben ein gutes Team aufgeboten, aber die anderen waren heute einfach besser. Das muss man akzeptieren. Wir haben unser Bestes gegeben, wir haben, glaube ich, ganz gute Matches gehabt. Aber am Ende haben sie, denke ich, jetzt mal verdient gewonnen. Und wir geben unser Bestes jetzt noch in die Doppel und auch in den weiteren Spieltagen. Dieser Einsatz wurde belohnt, denn Rainer Eitzinger und Blasi Conyus holten den ersten Punkt für den TCBF in der ersten Tennis Point Bundesliga. Und das ausgerechnet gegen den zweifachen Doppel-Grand Slam-Sieger Jürgen Melzer. Mit seinem Partner González unterlag Melzer dem Duo Eitzinger-Conyus mit 2:6, 6:1 und 6:10. Auch das zweite Doppel hätte das Bruckmühler Gespann Silva und Aubry für sich entscheiden können, doch am Ende hatten die Krefelder Lorenzi und Hidalgo mit 7:5 und 7:6 ganz knapp die Nase vorn. Trotz der 1:5 Niederlage gegen Krefeld sind Rainer Eitzinger und Co. positiver Dinge im Hinblick auf die nächsten Aufgaben. Das nächste Mal Weltklasse-Tennis in Bruckmühl gibt es am 24. Juli ab 11 Uhr. Gegner des TC Bruckmühl-Feldkirchen ist dann Mannheim.